So, da wäre ich wieder etwas ausgeschlafen. Ne? Leider funktioniert gerade das Internet nicht. Ich habe keine Ahnung warum, aber deswegen kann ich scheiße nochmal nicht auf die Saisonveranstaltung zugreifen. Was ein bisschen kackjes ist, aber naja, es gibt ja noch andere Sachen, die man hier machen kann. Beziehungsweise andere Sachen, die ich noch vorhatte. Nämlich hier nochmal gucken. Ne, da nicht. Genau, das war die Extremserie. Und dem Super GT wollte ich mich noch widmen. Und diese Formel 1 Rennen hier, die spare ich mir. Da fahre ich lieber die von den Saisonveranstaltungen, würde ich sagen. Ja, die sind etwas interessanter. Ach, das hatte ich mir schon angeguckt. Das fand ich nicht so prickelnd. Da ein Auto für 500.000 zu kaufen und dann so blöde Rennen quasi mitzufahren. Aber die Super GT, da habe ich Bock drauf. Auch wenn die Wagen nicht so ultra schnell sind. Und ich habe jetzt auch genug Kohle, dass ich mir gerade wieder einen leisten kann. Was hatte ich mir denn da gedacht für einen? Was war das? Nissan war das, ne? Ich glaube, das war ein Nissan. So einen wollte ich ja mal ausprobieren. Oh, jetzt ist natürlich die schwere Frage. Welchen nimmt man? Hier. Der ist auch nicht verkehrt. Ah, diese GTRs sind vielleicht auch nicht verkehrt. Der hat, glaube ich, ein bisschen mehr Leistung. Ne, der hat genauso viel Leistung. Mir geht es hier rein um die Designfrage, wa? Tja, ist eine gute Frage, die Designfrage. Ach, der wäre quasi auch für die Klasse. Schulze Motorsport. Ha. Selbe Leistung, halber Preis. 1500 Kilo? Die haben nur 1100, na gut. Aber der gefällt mir rein vom optischen her, finde ich den cooler. Aber der hier ist natürlich auch nicht schlecht. Wer ist der Wett? Ich nehme den Schulze. Doch, den finde ich cool. Aber bevor ich den kaufe, gucke ich lieber nochmal nach. Ob ich den da denn überhaupt fahren darf. Das wäre ärgerlich, wenn ich den jetzt kaufe und den auftune und dann sagen sie, ach nö, der ist hier gar nicht zugelassen. Gehen Sie mal nach Hause. Super GT. Was habt ihr hier denn für Vorschriften? Typische Gegner. Bla 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 bla. Ja. Ach, das muss einfach nur ein Japaner sein. Na, dann ist das doch einfach, würde ich sagen. Ah, dann nehme ich nicht den Schulze. Ach, ich würde den gerne Probe fahren. Wieso kann man hier eigentlich nicht Probe fahren? Das ist ein bisschen kacke. Das ist jetzt die Wahl quasi zwischen einem GTR oder diesen platten GTRs da, die etwas plattgeschlagenen, und einem Honda NSX. So einen kleinen hier. Die sind nämlich auch nicht verkehrt. Und die sind cool, muss man einfach sagen. Der sieht doch echt um einiges cooler aus als die andere Schüssel da. Ah, nee, der ist hässlich. Ich glaube, ich nehme den. Der sieht so richtig oldschool aus irgendwie. Doch. Nein, ich entscheide mich nicht für den billigen. Ich nehme das teure Ding. Im althergebrachten Design. Los, give it to me! Ist schon mal gut. Ich bin optimistisch. Ist die Frage, tune ich den sogar? Ich werde den schon tunen. Vielleicht nicht so übermäßig. Aber einen kleinen Vorteil, den gönne ich mir doch. Ne? Es ist alles ein bisschen entspannter.
Ach, hier wollte ich doch gar nicht hin. Alter, von hinten sieht er aber auch ganz schön Porno aus, so. Das Schwede. Kann man sich auch in die Garage stellen. Music.jp. JP, ob die URL-Endung so populär ist? Gute Frage. Ich glaube, in Japan gibt es da überhaupt diese komischen Restriktionen, dass man da quasi mehrere Seiten blockiert kriegt. Ich glaube, das war nur in China so. Ich glaube, Japan ist da relativ offen. Nur diese kommunistischen Länder, die sind alle so ein bisschen, die blockieren ja auch gerne mal YouTube und so weiter. Ich glaube, so war's. Tune. Dafür bin ich hier. Ah, eine Stufe Motor geht noch. Okay, was geht noch so? Der Rest ist alles drin. Also ich würde fast sagen, es geht nur eine Stufe Motor. Das ist nicht mal so krass an Leistung. Oh, Turbos, okay. Das ist schon ein bisschen mehr Bums. Ach komm, ich stehe auf Bums. Ich möchte Spaß haben mit dem Auto. Ja, das hat er drin. Das kann man für 1 Million aber auch irgendwie verlangen. Das ist auch alles drin. Jetzt hole ich mir noch ein paar nette Reifen. Blim, blim. Zack, Karosserie. Ja, die erhöhte Verwindungssteifigkeit. Oh, ach komm. Kurvenstabilität ist nie verkehrt eigentlich. Das war's auch schon. Mehr geht da einfach nicht. Ich dachte mir, ich fahre das alles im Cockpit, weil ich einfach Bock drauf hab. Ich mag so einen Rennwagen aus Cockpit-Sicht. Die kriegt man ja sonst so nicht zu sehen. So, grausame Strecken und viele Runden. Oh, Suzuka bei Regen, ne? Ach komm, gleich Suzuka bei Regen. Der Spaß ist vorbei. Jetzt gibt es hier 10 Runden Suzuka bei Regen. Ist doch sehr passend, draußen regnet es auch gerade. Richtig schönes Regenwetter. Genau das Richtige zum Zocken. Oh, das sieht aber echt übel aus hier. Ich glaube, die Traktionskontrolle kommt aus. Finde ich. Hoffentlich mache ich da jetzt keinen Fehler bei Regen. Da muss ich gleich nochmal neu starten. Mal sehen, mal sehen. Da fährt noch einer von meiner Sorte quasi mit. Ein Doom NSX, Alter. Oh ja, der Doom kommt. Heute ist Doomsday. Zweite Reihe starte ich. Heißt. Zweite Position? Was ist denn die zweite Reihe? Gute Frage. Dass hier auch fliegender Start ist. Ach so. Alter, Cockpit sich bewegen, ne? Okay, das wird vielleicht doch etwas schwierig. Vielleicht liegt es auch nur daran, weil hier gerade die anderen Wagen vor mir sind. Ja, möglich. Da habe ich mir ganz schön was eingebrockt. Aber atmosphärisch. Gar nicht mal so krass ohne Traktion, oder? Weiß gar nicht. Ich kann das ganz schwer einschätzen gerade, weil entweder rutsche ich wegen dem Regen. Ja, das war auf jeden Fall die Traktionskontrolle eben. Aber er fährt trotzdem auch ganz zahm eigentlich. Also er rutscht ein bisschen. Nicht zu doll. Lässt sich alles kontrollieren. Ah, ich zieh die voll ab. Also ich zieh das jetzt einfach mal durch hier. 10 Runden dieser nervliche Stress. Dieser Scheibenwischer, der macht eine Irre. Alter, ist ganz schön geil ohne Traktionskontrolle. Zumindest bei so einem Wagen hier, weil der hat ja noch so mittelmäßige Leistung. Bei den ganz starken möchte ich das jetzt nicht.
Hier kann man damit noch ganz cool spielen. Nein! Alter, das ist echt nicht leicht. Aha, jetzt bin ich erstmal in Fahrt. Hätte ich doch hier ein GTR genommen, der hätte eine größere Sitzscheibe gehabt. Da würde man nicht so tief drin sitzen wie hier. Nein! Fick dich doch, ey. Okay, jetzt hier durch. Alter, der ist echt so tief, man sieht echt gar nichts. Wenn der Regen jetzt nicht wäre, könnte ich vielleicht noch ein bisschen sagen, wo mein Motor anfängt und aufhört und... Jetzt ist das gerade echt irgendwie schwer zuzuordnen. Oh Gott! Mal eine Runde habe ich schon geschafft. Alter! Okay, vielleicht stelle ich die Sicht doch gleich um. Nein! Ich fahre jetzt doch so. Jetzt sage ich mal die ganz tiefe Sicht wohl eher. So. Das ist ja echt nicht auszuhalten. Auch wenn man den Motor hier nicht so schön hört. Das ist ein bisschen blöde, aber naja. Ich habe nichts gesehen! Das habe ich besser gelöst, als ich noch nichts gesehen hatte. Fahre ich gleich wieder so großkotzig schnell. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich nicht Vollgas geben darf. Ich muss mich auch daran gewöhnen, dass ich rutsche bei Regen. Das ist eins der wenigen Regen-Events, ey. Sollte es viel mehr geben. Das ist eigentlich ganz interessant. Zur Abwechslung ist das echt mal ganz geil. Wenn man dann natürlich nicht so geil Gas geben kann und volle Pulle hier in die Kurven und so weiter. Kann sich halt mal ein bisschen umstellen. Einfach auf dem Gas bleiben, ey. Nee. Gib Gas! Das hatte ich nicht bedacht, dass man in der Karre wirklich nichts sehen kann bei Regen. Verdammt. Kaputt. Total Schaden. Kurve ist aber echt tückisch. Da geht das richtig fix. Hier kann man noch so ein bisschen driften und über dieses Kiesbett fahren. Das ist echt schwierig. Jetzt zieht raus und dann aber auch richtig doll wieder zurück. Das ist ein bisschen blöd. Das mit dem Driften einfach nicht so raus. Ganz gechillt bremsen und ganz gechillt scheiße einlenken. Das ist echt hart am Limit, ey. Sie gar nicht wissen, wie das mit dem Minolta ist. 1000 PS da. Das ist echt abgehen wie sonst was, wenn man da auch nur einmal das Gas wieder berührt. Ich weiß gar nicht, ob die in der Realität quasi Traktionskontrolle haben, aber das glaube ich nicht. Die Fahrer da wirklich das Gas dann so schön streicheln müssen. Das muss ja echt ultra stressig sein, ey. Der dreht hier noch im dritten Gang durch, ey. Bei 130. Oh, so langsam ist er doch gar nicht. Der fährt eigentlich recht solide, muss ich sagen. Das ist ein gutes Online-Auto. Nicht zu schnell und nicht zu langsam. We'll be right back.